Wer wird deutscher Meister in der Tischtennis-Bundesliga? Das ist die Frage, die wir heute klären. Ganz großen Respekt an ihn und diese Geste, die hat er sich dann auch verdient. Das war eine starke Leistung. Saarbrücken ist mit 2:1 in Führung. Sich den Titel in der Tischtennis-Bundesliga. Es ist ein verdienter Sieg.